Hallo. Du bist heute 4-1 bei den CCG Locals in Leipzig gegangen. Genau. Du hast Cosmo gespielt. Ganz genau. Ist ja jetzt dank Peter Groß auf der YCS Rimini doch beliebter geworden. Mhm. Und ja, fang mal an mit deinem Main Deck. Also Standard. Das mal in meine Richtung, ja. Dann sehen es die Leute besser. Ja, da haben wir dreimal die teure Karte. Das war die teure Karte, ja. Okay. Dann Gutwitch. Ja, auch dreimal. Auch dreimal, ja. Also alle Cosmo-Karten sind mal drei. Ja, weil es gibt ja noch nicht so viel Auswahl. Genau, ja. Hoffentlich bekommen die noch richtig guten Support. Ah, da kommt bestimmt einiges. Dann, ja. Ja? Vorhanden. Richtig geile Karte. Summer Honest. Ja, sicher. Dann kommt noch Summer Maxi. Ja. Ein bisschen Draw Power. Und eine Mirmillo, die, wenn man Starter hat, ist die richtig gut, ja. Und später kann die auch noch was bringen. Okay, cool. Das waren die Monster. Dann kommt dreimal die Spielverzauber. Ist aber Cosmo-Stadt, richtig gute Karte und richtig verrückt, was die alles macht. Dann spiele ich noch zweimal Chimgrim. Oh, interessant. Damit okay. Die Terraformings eben nicht so tot sind, ja. Die spiele ich dann auch noch zwei Stück davon. Okay. Dann kommt eben eine, meine Lieblingskarte in diesem Deck, eben Notfall-Teleport. Ja. Mal drei. Die bringt dir schnell ins Spiel. Genau, die bringen einfach nur die Farm Girls richtig schnell raus und kann man richtig vieles dann dran stellen. Zweimal MSD. Hm. Ja, braucht man eigentlich auch nicht mehr, weil man hat immer noch seine anderen, die schießen können. Dann kommt einmal der Raigeki, zweimal Schwarzes Loch. Ja. Damit du durchrennen kannst und Schaden machst. Durchrennen und einfach nur auch verrückte Kombos eben mit den großen Monstern kannst du immer noch zerstören, untersuchen. Ja, ein Book of Moon. Und dann für die Fallen spiele ich zweimal Black Horn Main. Ja. Eine Warning, zwei Ketten, ein TT und eine Kraftex Fallgrube, die ich suchen kann. Okay, cool. Das war's Main Deck. Das war's Main Deck. Dann schauen wir mal ins Extra. Das Extra ist nicht so viel drin, weil das Cosmo benutzt man das eigentlich auch relativ selten. Ja, also eher eben Standard wie Kastel. Ja. Abyssbewohner, Cowboy, Ark, sind schon neu. Knight, dann kommt der Daltos, Jans, Yondal, Alucard, ja, so ein bisschen Samurai. Halt. Okay. Ja, das Side-Deck wird sicher interessanter dann. Ja. Ich finde noch an den Karten, also wirklich wichtiges Karten in diesem Format finde ich echt, dieses C. Jeder spielt irgendwie zur Zeit des C im Zeitalter. Das ist richtig krass einfach nur. Unglaublich. Nur schnelles Makrokosmos und eben noch zu Max C suchen, ist richtig stark. Ja. Will ich noch eine zweite von den Fallen im Karten. Okay. Ein Gedankenzug. Dritten Horn. Wozu brauchst du die? Gegen Necros eigentlich, meistens dann, damit die eben die Handkarten nicht erklären können. Aber spiele ich nur testlich einfach nur und hat noch Platz dran. Mystic kannst du nicht spielen, weil du selber viel suchst, oder? Mystic könnte man auch spielen, aber ich finde die könnte tot sein, also mit Farm Girl eben. Also wäre mir eher Share Ride lieber. Hm. Da spiele ich zweimal die auch interessant. Nur für Minister Teller oder wie wir hatten eben Ebelsworn. Dann dreimal abhören. Decks, die Fallen benutzen und die retten mir eigentlich meist auch das Leben. Zweimal Feenwind für alle Felder und zwei Schattenkerne. Okay, alles klar. Aaron, ich danke dir. Hast du noch Grüße und Wünsche? Grüße und Wünsche. Nicht wirklich. Also. Ja gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Bis dann.